Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch einen Tag. Ich wurde zwar nicht getaggt, aber ich habe den bei der lieben Nisi gesehen. Und weil ich den so toll fand und weil ich eigentlich ein Oktober-Favoriten-Video machen wollte, das wahrscheinlich genauso ausgefallen wäre mit den Fall-Favoriten, dachte ich mir einfach, es wäre cooler, ich mache den Tag und es ist einfach mal was anderes und nicht immer einfach nur ein normales Monatsfavoriten-Video. Ja, dazu würde ich sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. So, jetzt fangen wir doch einfach mal mit der ersten Frage an und die lautet Lieblingskerze. Und ich habe hier meine Lieblingskerzen, aber das ist derselbe Duft. Und zwar ist es Sweet Vanilla Coconut. Genau, Sweet Vanilla Coconut. Diese Düfte sind von Primark. Und ich muss sagen, Primark hat super Duftkerzen. Die riechen einfach richtig intensiv und richtig lange. Und sie brennen wirklich lang. Also die habe ich jetzt wirklich den ganzen bisherigen Herbst brennen lassen und da ist immer noch gut was drin. Die brennen also quasi noch 4-5 Stunden und ich finde einfach, Vanille gehört für mich in den Herbst. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber für mich gehört der Geruch Vanille in den Herbst. Ich bin ein absoluter Kerzenfan und kann Kerzen eigentlich das ganze Jahr über anlassen, aber ich finde, jetzt kommt so die richtige Kerzenzeit und da freue ich mich auch richtig drauf. Und das sind meine aktuellen Fall-Düfte, Duftkerzen. Die nächste Frage lautet Lieblingslippenprodukt und ich habe tatsächlich ein Lieblingslippenprodukt, das habe ich gerade auch auf den Lippen und zwar ist das ein Labello, aber kein gewöhnlicher oder normaler Labello, er heißt Repair and Beauty. Repair, denke ich mal, weil er diesen Pflegestift innen drin hat und Beauty, weil er Farbe abgibt und das ist ein ganz helles Rosa, was nicht wirklich auffällig ist, einfach nur ein kleiner Touch auf den Lippen bringt, ein kleiner Touch Farbe auf den Lippen bringt. Und da ich im Herbst eh richtig trockene Haut und trockene Lippen habe, ist das mein perfektes Produkt für den Herbst. Also kann ich weiterempfehlen. Nächste Frage, Lieblingsgetränk. Und diesen Monat habe ich wirklich ein Lieblingsgetränk, beziehungsweise ja, ein Lieblingstee. Ich liebe Tees, wenn ihr mich schon länger kennt, wisst ihr das wahrscheinlich auch. Also ich trinke sehr, sehr gerne Tee und jetzt gerade zu dieser Herbstzeit sowieso noch mehr. Und den Monat habe ich von Fit Tea Tees zugeschickt bekommen. So ein ganzes Paket, was ich richtig toll fand. Denn es war super spannend, diese Tees auszuprobieren. Die haben, jeder einzelne Tee hat was für sich. Das ist einmal der innere Beauty-Tee. Der innere Balance-Tee und dann noch dieser Achai-Tee, ich weiß nicht richtig, wie man es ausspricht. Und ich habe, und meine Mama hat und meine Schwester haben alle Tees ausprobiert. Mir persönlich hat der Body-Detox-Tee am besten geschmeckt. Er ist auch wirklich herbstlich und er sieht so toll herbstlich und einladend aus. Deswegen ist er jetzt auch in meinen Favoriten drin. Ich zeige euch einfach mal die Zutaten. Grüntee, Lemongrass, Ingwerstücke, Löwenzahnkraut, Zitronenschalen, Koriander, Tulliskraut, Popreis, Jasminblüten, Rosenblütenblätter, Ginsengwurzel, natürliches Aroma, Ananasstücke und Apfelstücke. Und ich finde diese Apfelstücke und diese Zitronenschale macht das Ganze wirklich ein bisschen herbstlich. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ich lese euch einfach mal vor, was hinten noch drauf steht. Die enthaltenen Zutaten des Body Detox Teas aktivieren die körpereigene Fettverbrennung und wirken zudem antioxidativ und vitalisierend. So wird der Entschlackungsprozess auf natürliche Weise gefördert. Täglich eine Tasse Body Detox Tee am Morgen genießen und gut gelaunt in den Tag starten. Genau, und ich finde diesen Tee einfach richtig lecker und toll und möchte ihn eigentlich einfach nur weiterempfehlen. Lieblingsrouge. Ich habe tatsächlich diesen Monat ein Lieblingsrouge und das ist von Benefit. Der Coralista. Und der hat so eine wirklich schöne, richtig schöne Herbstfarbe, finde ich. Ich finde, es sieht aus wie so ein orangenes Laubblatt. Und das Tolle daran ist, der schimmert noch richtig schön und er macht so eine richtig schöne Wangen. Also ich hatte ihn auch gerade drauf. Ich finde, der highlightet auch wirklich richtig schön. Und ja, den habe ich wirklich in dem Monat Oktober so super oft getragen. Und ich mag sowieso die Benefit-Pinsel dazu. Mit denen kann man den Rouge perfekt auftragen. Und deswegen ist er jetzt in meinem Tag gelandet, in meinem Fall-Favoriten-Tag. Nächste Frage, Lieblingsklamotte. Und der, wo mir auf Instagram folgt, hat wahrscheinlich schon bemerkt, dass ich den ganzen Monat nur Boyfriend-Jeans trage. Ich habe insgesamt zwei Boyfriend-Jeans. Eine ist aus Thailand und diese hier, die ihr wahrscheinlich am meisten auf meinem Instagram-Profil gesehen habt, habe ich von Pull&Bear. Und die haben so schöne Boyfriend-Hosen.
Und gerade, dass die hier unten noch so verfranst ist und allgemein der Schnitt, der ist wirklich super. Leider ist sie am Knie etwas aufgerissen, aber ich finde, das macht nichts. Nur jetzt gerade bei der Jahreszeit ist es natürlich nicht so schön, wenn man so offen am Knie ist. Aber ich ziehe sie trotzdem an. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob es einem zu kalt ist. Mir ist es nicht zu kalt, meiner Mama wäre es zu kalt. Aber diese Hose liebe ich und ich finde einfach, dass sie lässig, bequem und locker sitzt und einfach Spaß macht, sie zu tragen. Die nächste Frage lautet Lieblingsfilm. Und ich, wir, Anna, Kat und ich, wir haben einfach zwei richtig geile Lieblingsfilme und richtig tolle Filme. Und die Filme haben uns so gefesselt und wir haben keine Filme gefunden, die genauso toll waren und so ergreifend waren und so toll waren wie diese. Das ist einmal der Ich stehe auf dich und dann noch der zweite Teil 3 Meter überm Himmel. Die sind einfach so bombastisch gut. Also die Filme sind wirklich super. Ich kann sie euch nur weiterempfehlen. Die sind so richtig mitreißend, toll und ja, einfach typische Mädchenfilme. Also die sind wirklich richtig schön. Ich kann es euch ans Herz legen. Schaut auf jeden Fall diese Filme an. Lieblingsserie. Ich habe aktuell nur eine Lieblingsserie, denn ich gucke nur eine Serie. Ich gucke sonst keine Serie. Das ist aktuell The Walking Dead und gleich geht's auch wieder los. Wir haben schon 10, also um 11 fängt es ja immer an. 11, 20 nach 11. Und ich liebe diese Folgen. Und ich finde einfach, die gehören in den Oktober und in den Herbst. Also das ist ja irgendwie jedes Jahr so, dass die Folge im Herbst kommt. Lieblingsspeise. Ich liebe alles, was mit Apfel und überbacken ist. Also so Apfelplunder, Apfelstrudel, ja. Apfelplunder, Apfelstrudel, Apfelküchler. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so Pfannkuchen über Apfel und dann in der Bratpfanne. Apfelküchler. Das sagt man bei uns im Schwäbischen, glaube ich, so. Das sagt man bei uns im Schwäbischen so. Apfelküchler. Ja. Also da schneidet ihr Scheiben vom Apfel ab und tut die mit Pfannkuchenteig, genau, in der Pfanne braten. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das kennt oder wie man das sonst noch nennen kann. Und ja, irgendwie alles, was so mit Apfel und Zimt ist, ist für mich gerade absolut genial. Und auch bei McDonald's die Apfeltasche, oh mein Gott, die bestelle ich mir gerade im Moment jedes Mal. Ich liebe gerade im Herbst einfach alles mit Apfel. Mein Lieblings-Halloween-Kostüm. Halloween war ja letztes Wochenende. Ich muss leider sagen, ich war leider nicht weg. Ja, irgendwie war ich total fertig am Wochenende und habe gesagt für mich, nee, ich bleib zu Hause. Aber ihr habt ja mein Halloween-Tutorial wahrscheinlich schon gesehen und wenn nicht, dann schaut es euch auf jeden Fall nochmal an. Denn so wäre ich auf jeden Fall auf eine Halloween-Party gegangen. Das war auch schon mein Tag. Ich hoffe, euch haben meine Fall-Favoriten gefallen und allgemein der Tag gefallen. Ich tagge hiermit die liebe Katharina Damm, die liebe Anna-Maria Damm und die liebe Xenia. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.